Moin Leute, was geht bei euch? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Ich gebe euch heute einen Guide für M+, für den Zerstörungshexenmeister. Doch bevor wir in diesen Guide reingehen, muss ich euch nochmal kurz aus gegebenem Anlass erzählen, dass wir ja auf Twitch oder in unserem Discord eine gute, aktive M+-Community sind, waren. Im Moment ist es ein bisschen eingeschlafen, aber ich hoffe, es lebt sich jetzt wieder auf. Wir können nämlich jetzt auch die ganzen Hortler willkommen heißen. Ich spiele jetzt ja seit ein, zwei Jahren Allianz. Ich habe vorher 15, 16 Jahre lang Horde gespielt. Und jetzt können wir die Pforten für beide Fraktionen öffnen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Kommt gerne auf meinen Twitch-Channel oder meinen Discord. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Und ja, lasst uns gemeinsam im Plus spielen in Zukunft. Aber jetzt wollen wir in den Guide reingehen zum Hexenmeister, ne? Ich hoffe, der erkennt jetzt auch mein Spiel. Ja, da ist es. Gut, wir fangen an. Ihr seht schon, Paktwahl. Empfehle ich euch die Nightfee. Wir sind hier im Herz des Waldes. Also Nightfee ist unsere Wahl. Wenn wir jetzt gerade schon beim Pakt sind, gehen wir auch einmal hier rauf. Den Soulbind habe ich den Traumweber genommen. Und dort wie folgt geskillt. Entschuldigung. Ich bin hier in dem Defensiven auf der Animasphäre gegangen. Hier habe ich das höllische Brandmal. Dann gehen wir weiter über die besänftigende Stimme. Nehmen den Seelenfresser rein. Hier haben wir die entschlossene Barriere drin. Dann gehen wir über den Schlafwandler. Blütenfeld geht ja auch nicht anders. Hier haben wir die aschende Überreste. Gehen über die Wachträume. Nehmen die dämonische Dynamik mit rein. Und den Traumforscher haben wir zuletzt. So, das war's schon mal damit. Dann gucken wir uns mal kurz die Legis an. Ich habe meine Demo-Legis drin, aber es sind dieselben. Ich spiele die auch auf Destro. Einmal natürlich das Einigkeit-Ding und dann spiele ich das Wilfreds Siegel. Jeder verbrauchte Sehensplitter verringert die Ablenkzeit von Höllenbestie. Das kann man sehr, sehr gut spielen und ist auch die beste Wahl. Allerdings habe ich hier Tempo Mastery drauf gemacht. Ihr solltet Crit Tempo drauf nehmen. Sind wir jetzt auch gerade bei den Stats, die ihr fokussieren solltet. Das ist Crit und Tempo, was ihr braucht. Okay. Dann haben wir Pakt, Soulbind, Gear, Trinkets spiele ich zum Beispiel in Rubin und den Wechselbalk. Sehr, sehr schöne Trinkets. Kann man sehr gut machen. Gucken wir uns mal die Skillung an. Ich habe in der ersten Reihe Ausrottung geskillt. Das heißt, euer Chaosblitz gibt euch immer für 7 Sekunden lang einen Damage Buff von 10%. Solltet ihr immer aufrecht halten. Dann gehen wir weiter über die Umkehrung. Eure Zauber haben eine Chance, euer Tempo für 8 Sekunden lang um 15% zu erhöhen. Da Tempo zu unseren Mainstats gehört, gute Wahl, ne? Ganz klar. Hier haben wir den dunklen Pakt, das ist einfach ein zusätzlicher Death-CD. Hier haben wir Inferno. Der Schaden von Feuerregen wird um 20% erhöht und die Fähigkeit, eine Chance von 20% eine Sehensplitter-Fragment zu erzeugen. Was in großen Puls natürlich sehr, sehr gut ist. Ihr kennt das, Feuerregen-Spam läuft damit. Hier könnt ihr euch aussuchen, ob ihr die weitreichenden Ängste nimmt, um einfach so einen kleinen Vier drin zu haben, um irgendwas zu unterbrechen im Key, oder ob ihr Furore der Dunkelheit nehmt, um öfter stunnen zu können. Hier nehmen wir dann den Chaosregen mit rein und in der letzten Reihe die Seelenverbindung. Das war's mit den Talenten. Ich hatte irgendwie einen Frosch im Hals. Jetzt kommen wir zum Herz dieses Guides und zum Wichtigsten. Zu Rotation und Spielweise. Ja, wir fangen mal an mit Single Target. Das ist sehr, sehr einfach, theoretisch. Es gibt aber auch Unterschiede, ne? Viele sagen natürlich immer, ja, hier der Hexer, Feuerregen-Spam, eine Taste, bla bla bla. Aber mal ehrlich, Leute, ihr kennt es selber, wenn ihr M+Random geht. Es gibt Hexer, die machen 10k Overall, es gibt Hexer, die machen 20k Overall. Wenn es nur eine Taste wäre, dann würde jeder 20k Overall machen, oder? Sehe ich so. Gut, wir fangen mal an mit unseren nicht so offensichtlichen Spells, was uns aber auch ein bisschen Damage rausbringen könnte. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, das hier ist jetzt der Boss im Seuchensturz, der erste mit seinem Frontal-Kegel. Da machen wir vorm Kampf hier schon mal irgendwo so ein Port hin und ja, vielleicht in die Richtung dann nochmal so ein Portal. Und dann geht's erst los mit dem Bosskampf. Wir würden jetzt, wenn wir sehen, der Tank läuft los zum Pullen,
würden wir anfangen, verbrennen zu casten, den Feuerbrand hinterher. Dann würden wir unsere Höllenbestie beschwören. In dem Moment, nach der Höllenbestie, ziehen wir dann unsere ganzen Volksfähigkeiten, Trinkets, Tränke. Und dann ziehen wir die Nightfee-Fähigkeit drauf. Dann machen wir immer Feuersbrunst, Chaosblitz, Feuersbrunst, Chaosblitz. Und dann bauen wir mit Verbrennen wieder Splitter auf und hauen immer, wenn es geht, einen schnell gecasteten Chaosblitz raus. Weil nach Feuersbrunst ist er ja schneller gecastet. Die Prioritätenliste an sich ist aber auf jeden Fall aufrechterhalten Feuerbrand. Chaosblitz, falls ihr Gefahr lauft, die Seelensplitter zu cappen, also falls ihr über 5 geht. Feuersbrunst, wenn ihr 2 Aufladungen davon habt auf jeden Fall. Dann wäre das Chaosblitz, um den Ausrottungs-Debuff aktiv zu halten. Dann haben wir wieder Feuersbrunst auch mit einer Aufladung, um Soul Shard zu generieren und den Chaosblitz schnell zu machen. Und das letzte in der Priorität ist unser Verbrennen. Wir werden jetzt einfach mal kurz einmal anfangen. Wir stellen uns jetzt vor, der Tank läuft los. Wir casten jetzt einmal das Verbrennen vor. Direkt einen Feuerregen hinterher. Dann die Bestie, dann ziehe ich meinen Rubin, dann ziehe ich die Nightfee-Fähigkeit. Dann gibt es den Feuersbrunst, Chaosblitz, Feuersbrunst, Chaosblitz. Und dann wird Verbrennen gecastet. Und immer Chaosblitz möglichst schnell gecastet. Ihr seht, solange die Höllenbestie aktiv ist, habe ich ohne Ende Seelensplitter. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass der Feuerbrand aktiv bleibt. Und dann, wenn die Procs kommen, sofort raushauen und einfach so viele Chaosblitze wie möglich casten. Damit wir auch den CD von unserer Höllenbestie reduzieren. Ihr wisst ja, wir haben das Leggy mit jedem verbrauchten Splitter. Reduzieren wir die Ablenkzeit von dem Dings. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, der wird jetzt einen Frontal auf uns casten. Dann nehmen wir unser Portal, sind hier, können hier einfach weiter casten, haben keinen Damage-Verlust. So, und wenn er dann in die andere Richtung geht, nehmen wir unser Portal, sind wieder zurück und können direkt weiter casten. Ihr merkt schon, das ist halt ein Ding, zum Beispiel, das macht Unterschiede. Ne? Das unterscheidet diese Warlocks von die 10 oder die 20k machen. Ne? Also es ist jetzt nicht nur der Portal. Nicht nur das Portal, aber es bringt euch auf jeden Fall einen Damage-Zuwachs. Das wollte ich damit sagen. Ne? Es macht euch besser als die meisten anderen. So. Okay, gucken wir uns jetzt mal Multitarget an. Ich habe jetzt hier leider nicht viele Targets hier. Bei Nightfear gibt es nur 3. Bei 3 haben wir die Auswahl zwischen 2 Spielweisen, meiner Meinung nach. Also ich bin meistens faul im Key und spamme auf 3 Targets auch schon Feuerregen. Aber auch beim Feuerregen-Spam gibt es Unterschiede. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, das ist jetzt hier eine Dreiergruppe und der Tank geht rein und pullt. Ne? Tank Charge schon los. Ich würde jetzt hier anfangen und dann auf den ersten Feuerbrand machen. Auf den zweiten haue ich die Verwüstung, auf den dritten den Feuerbrand. Dann gibt es den ersten Feuerregen, ich ziehe meine Trinkets. Und dann mache ich Seelensplitter mit Feuersbrunst und Verbrennen, wie ich habe. Und dann Nightfee-Fähigkeit natürlich auch rein. Höllenbestie auf Cooldown. Und dann so viel Feuerregen wie möglich. Ne? Nachher generieren sich die Seelensplitter von alleine fast. Aber am Anfang mache ich immer so auf 2, 3, 4 Targets Feuerregen. Und was ganz wichtig ist, ist die Verwüstung zu nutzen und das Target zu wechseln. Weil wenn ich dann meine Seelensplitter-Aufbauskills benutze, wie Verbrennen oder Feuersbrunst, dann bauen die natürlich auch doppelt Seelensplitter auf. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das macht einen riesen Unterschied. Weil es ist eben nicht nur Feuerregen spammen. Das Wichtige ist, wie ihr die Splitter aufgebaut kriegt. Ihr könnt auch zwischendurch nochmal das Feuerregen wieder... Den Feuerbrand erneuern. Damit ihr einfach besser diese Splitter aufbaut. Das müsst ihr aber aus dem Gefühl heraus entscheiden, wie lange die Mobs noch leben. Normalerweise lebt eine M-Plus-Pack nicht so lange, dass man den Feuerregen... den Feuerbrand. Sorry, Mann, das ist so viel mit Feuer. Feuersbrunst, Feuerschlag, Feuerregen. dass ihr den Feuerbrand refreshen müsst. So, wir haben aber noch eine zweite Variante. Die will ich euch auch mal kurz erzählen.
Die wäre zum Beispiel bei 3 Targets vielleicht sogar ein bisschen stärker als die Feuerregen-Spam. Aber wie schon gesagt, für faule Leute ist die Feuerregen-Spam-Variante auf jeden Fall gut spielbar. Guck mal, wir haben jetzt in dem Pack da 15k gemacht, ohne großartige Cooldowns. Was will man mehr, ne? Ab 5 Targets spielt ihr auf jeden Fall so mit diesem Feuerregen. Beim Dreierpack kann ich euch jetzt auch noch eine Variante zeigen. Wir stellen uns jetzt zum Beispiel vor, wir sind in Nekrotische Schneise und da ist so ein Pack, wo der eine einfach, keine Ahnung, 2 Millionen Leben hat und die anderen so 1 Million und der Dicke ist fies und der muss weg. Dann würde ich jetzt einfach beigehen aufs erste Target Verwüstung zu casten und dann nehme ich das dicke Viech, was weg soll, ins Target und baller meine Single-Target-Rotation. Wichtig ist dann nämlich, den Chaos-Blitz mit Verwüstung immer auf 2 Targets zu bringen. Das wollen wir jetzt mal machen. Also, ich fange jetzt an mit Verwüstung auf das Second Target und dann Feuerregen aufs Main Target und dann ziehen wir Single Target durch aufs Main Target. Und dann gucken wir mal, ob wir da auch so bei 15k landen können. Ne? Also Verwüstung, Feuerregen ist dann gleich gedoppelt, dann Höllenbestie rein, Trinket ziehen, Seelenfäule, Feuersbrunst, Chaosblitz, Feuersbrunst, Chaosblitz und direkt noch ein Chaosblitz hinterher, solange die noch gedoppelt sind und wir den Speedbuff hier haben von unserer Nightfee-Fläche. Jetzt ist Verwüstung vorbei. Wir refreshen nur den Feuerbrand auf unser Main-Target. Wir waren jetzt gerade bei 30k im Burst auf dem Pull hier, aber ich habe natürlich auch die Höllenbestie und den Rubin da drin. Das ist ja normalerweise im Key meistens nicht der Fall in diesen Dreier-Packs. So, jetzt habe ich nämlich gerade Verwüstung gecastet auf mein Main-Target und dann müsst ihr natürlich auch schnell das Target wechseln. Ich sehe das ganz oft in irgendwelchen Streams, dass die Leute Verwüstung casten und vergessen, das Target zu wechseln. Das ist dann halt einfach verschenkt, ne? Weil es bringt euch nichts, wenn ihr auf das Target drauf schießt, wo ihr die Verwüstung drauf gecastet habt. So, guck mal, mit dieser Variante sind wir hier bei 20k gelandet sogar. Deswegen kannst du das bei 3 Targets richtig gut machen. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie lange leben die Mobs. Und ja gut, das Gefühl dafür, das entwickelt ihr einfach, wenn ihr viel spielt. Grundlegend, diese Feuerregen-Variante ist auf jeden Fall ab 5 Targets das geilste. Bei 3 Targets würde ich vielleicht noch den Chaosblitz spammen, weil man immer irgendwie ein so ein Prio-Target hat, was nervt, was viel Schaden macht, was einen besonderen Zauber macht, was weg soll halt einfach, ne? Deswegen. So, Leute, ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. So schwer ist es nicht, man muss sich halt nur dran gewöhnen. Besonderheiten ist noch, dass ihr den Seelenstein habt, was auch gleichzeitig ein Battle Rats ist. Als Hexenmeister habt ihr 2 der stärksten Dev-CDs ever. Ihr habt einen richtig geilen AOE-Stun. Ihr habt diesen 4, um Sachen zu unterbrechen. Und ihr könnt Dämonen verbannen, was für Seuchensturz, für die Schleime zum Beispiel sehr gut ist. Und durch eure Portale und Portkreise habt ihr auch ein relativ gutes Movement. Vorsicht! Movement im Sinne von Boss-Movement. Nicht, dass ihr eine schnelle Klasse seid. Das sind wir leider nicht. Und natürlich haben wir Jesus und wir können porten. So Leute, das war's von mir zum Destro-Hexer. Richtig geile Klasse, ich spiele den richtig gerne. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, schaut im Video unter die Links. Schaut unter das Video in die Links. So Leute, es reicht. Es ist noch zu früh für mich. Macht's gut. Viel Spaß mit dem Hexer. Wieder schauen.